Willkommen zu Treffpunkt Freizeit. In unserer Burgenreihe lässt sich meine Kollegin Dorothea Seifert heute die Mindelburg zeigen. Georg von Frundsberg und Mindelheim, die beiden sind untrennbar miteinander verbunden. Deswegen thront hier an der Fassade des Mindelheimer Rathauses auch die Frundsberg-Statue. Der Vater der Landsknechte wurde hier in Mindelheim geboren, genauer gesagt auf der Mindelburg, wo er auch gestorben ist. Insgesamt haben die Herren von Frundsberg 120 Jahre lang auf der Mindelburg geherrscht und haben dort für eine Blütezeit gesorgt. Viel, viel Geschichte steckt vermutlich in diesen Gemäuern und deswegen schaue ich mir die jetzt mal aus der Nähe an. Die Mindelburg ist eine Höhenburg aus staufischer Zeit. Hoch über der Stadt thront sie und sollte so vor allem die Macht des Herrschers repräsentieren. Das genaue Erbauungsdatum ist nicht bekannt, vermutlich um 1160. Solche Dinge und andere Anekdoten erzählt mir Christian Schädler während meiner Führung. Durch die sogenannte Barbakane, einem Vorwerk vor dem eigentlichen Tor, gelangen wir in den Torturm. Im Gewölbe über uns kann man noch die Mordlöcher erkennen. Durch sie warfen die Verteidiger Gegenstände auf die Feinde herab. Wobei man aber sicher eines sagen muss, dass diese Burgen die meiste Zeit ihrer Geschichte friedlich genutzt wurden. Wenn ich mich jetzt so recht erinnere, zwischen 1160, 1180 und heute waren vielleicht 2-3 Mal Belagerungen der Burg. Und ansonsten war es friedlich. Also man muss sich das nicht so vorstellen, dass die hier immer wehrfähig waren. Und man weiß auch, dass wenn wirklich eine Burg mal belagert wurde, sehr wenige Menschen Soldaten ausgereicht haben, um so eine Burg zu verteidigen. 20, 25, 30 vielleicht. Also erstaunlich wenig. Das Torwächterhaus wie auch die gesamte Vorburg diente später als Kornspeicher. Heute befindet sich dort die Schlossgaststätte. Über die Brücke kommen wir von der Vorburg in die Hauptburg und damit in den ältesten Teil der Mindelburg. Von innen kann man den leider nicht bewundern, er wird privat bewohnt. Der künstlich angelegte Hirschgraben heißt übrigens so, weil sich zu Frundsbergs Zeiten dort tatsächlich Dammwild aufhielt, das möglichen Angreifern gegenüber äußerst ungemütlich werden konnte. Der Wald, der sich unterhalb der Mindelburg befindet, heißt auch heute noch Tiergarten. Denn den hatte Georg II. Von Frundsberg ebenfalls für Dammwild angelegt. Vom Innenhof der Hauptburg aus betreten wir die Burgkapelle zum Heiligen Georg. Normalerweise ist die für Besucher nicht zugänglich. Jetzt stehen wir hier an einer ganz besonderen Tafel. Was hat es denn mit der auf sich? Es gab in Mindelheim einen Heiligtumsschatz der Familie Frundsberg. Der älteste Bruder Georgs von Frundsberg, für den wir unser Frundsbergfest feiern, der älteste Bruder hieß Ulrich, war Fürstbischof von Trient, hat für seine Familie 4 sehr kostbare Reliquiare in Silber, vergoldetes Silber, Edelsteine, Halbedelsteine, Perlen und Filigran anfertigen lassen. Und das Wertvollste in diesen Reliquiaren waren natürlich nicht die Edelmetalle, das ist heute das Wertvollste, sondern war das, was drinnen war. Und diese Tafel hier verzeichnet eben, was alles drin war. Der Hochheiligtum bei Georgischloss Mindelheim, und da steht dann zum Beispiel, das finde ich immer so schön, ein ganz vollkommen schöner Stockzahn von Ritter St. Georgi. Das war natürlich was Besonderes, wenn man vom Patron der Ritter, dem Heiligen Georg, einen Stockzahn hat. Also dieser Heiligtumsschatz, der sich heute noch im Besitz der Pfarrei St. Stephan befindet, in 2 schönen barocken Monstranzen gefasst, dieser Heiligtumsschatz war für die damalige Zeit etwas Ungeheuerliches. Es gab Wallfahrten, man hat ihn hier gezeigt. Wir wissen auch, dass er unten in der Stadt gezeigt wurde. Und hier ist eben alles verzeichnet, was da drinnen war. Das haben Sie vorhin schon ein bisschen angedeutet, es gibt ja auch verborgene Schätze. Es gibt verborgene Schätze. Einen zum Beispiel sehen wir jetzt hier gar nicht, das müssen Sie mir glauben. Auf der Empore hier oben befindet sich eine ganz kleine Orgel. Eine Wallfahrtsorgel, die schaut von außen aus wie eine normale Holzkiste, die man gemacht hat, um irgendwas zum Umziehen mitzunehmen. Wenn man die aufmacht, sieht man eine ganz kleine Tastatur, die ist aus dem frühen 18. Jahrhundert, diese Orgel. Hat seitlich 2 Ösen, da konnte man Stangen durchstecken, da konnte sie bei der Prozession mitgenommen werden. Und dann waren früher außen Blasebalge dran, da hat dann einer praktisch so mit der Hand auf und ab ziehen müssen, wie bei einer Ziehharmonika im Grunde, dass der Organist spielen konnte. Die wird heute immer noch gespielt, ist voll spielbar
Und sie hat einen sehr mächtigen Klang, wenn man es richtig ausspielt. Klingt also ganz toll, der Herr Roben. Das ist auch, es gibt nicht mehr so viele, diese erhaltenen Orgeln. Außerdem kursiert noch die Legende vom Schatz des Paracelsus. Der berühmte Arzt Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Hohenheim war zu Frunsberg-Zeiten häufig Gast auf der Mindelburg. Und irgendwo im Boden der Kapelle soll sich sein Schatz verbergen. So hat sogar im 19. Jahrhundert ein Lehrer des nahen Maristenkollegs mit seinen Schülern danach gesucht und alles aufgegraben. Weiter geht es von der Georgskapelle in das Benefiziatenhaus. Die Wandgemälde in der Tor- oder Trinkstube von 1520 stammen vermutlich vom Mindelheimer Maler Lukas Landherr. Man sieht hier Georg von Frunsberg zusammen mit seiner Frau Anna von Lodron an der Tafel sitzen. Zu Gast ist ein Gesandter des Kaisers. Die dargestellte Feier auf den Fresken fand so wirklich in der Trinkstube statt. 14 Leute tafelten in dem kleinen Raum. Da wurde es schnell warm. Die Frunsberg hatten ja eine Ritterakademie. In der Burg selber, weiß man, waren wertvolle Teppiche, gab es eine ganz tolle Bibliothek, es gab eine Silberkammer. Also hier hat man gefeiert, hier hat man Hof gehalten. Kaiser Maximilian war 8-mal hier, große Gesandte des französischen Königs waren hier, kaiserliche Ratgeber, Paracelsus und so weiter. Woran liegt es, dass ein Mindelheim so berühmt ist? Zum einen war er ein berühmter Feldherr seiner Zeit. Er hat große Schlachten geschlagen, hat mitunter dem französischen König Franz den Ersten in der Schlacht bei Pavia besiegt. Etwas ein Sieg, der damals Geschichte geschrieben hat. Man hat Lieder und Gedichte über ihn geschrieben. Alle 3 Jahre feiert Mindelheim zum Gedenken an den Vater der Landsknechte das Frunsbergfest. Ein Überbleibsel des letzten Festes befindet sich seit einem Jahr im Innenhof. Eine Statue von Anna von Lodron, die streng und wachsam über ihre Mindelburg blickt. Ja, und da sieht man, in dem Augenblick, wo sich die Bewaffnung, die Kriegsführung geändert hat, hat man diese hohen Mauern, die früher vielleicht hier waren, mit Zinnen, nicht mehr gebraucht. Ja. Man hat so kurz nach 1500, 1520, vielleicht wie der Vorne das Datum ist, die Mauern niedriger gemacht und hat diese Rondelle vorgezogen. Von den Rondellen konnte auch seitlich auf die Feinde geschossen werden, ohne sich zu weit über die Mauer lehnen zu müssen und damit ein leichtes Ziel zu bieten. Diese Kanone und die weiter hinten stammen nicht aus der Frunsbergzeit. Sie stehen erst seit 1860 auf der Burg. Der damalige Besitzer der Mindelburg, Ludwig Schramm, hatte sie aufstellen lassen. Vor 3 Jahren wollte die Stadt die historischen Kanonen an das Dresdner Militärmuseum abgeben und stattdessen Kopien aufstellen. Bei den Bürgern aber brandete Protest auf. Die Kanonen gehörten zu Mindelheim und der Mindelburg. Vor Jahrzehnten hat man dieses kleine Pferdchen hier im Bereich der Mindelburg gefunden. Es ist ein Kinderspielzeug. Kinder, Buben haben immer gerne mit Figürchen gespielt. Heute gibt es alle möglichen Ritterfiguren und so weiter, die man kaufen kann. Und sowas war das. Das ist schon seriell hergestellt worden, und zwar in Augsburg, das weiß man. Da ist seit 1450 etwa bis 1550 gab es die Augsburger Bilderbäcker, so hießen die. Die haben Ton in Modeln gedrückt, dann gebrannt und dann wurde das verkauft von fahrenden Händlern auf Märkten und so weiter. Und irgendwelche Buben hier, wahrscheinlich Adlige, vielleicht sogar die Frunsberg-Kinder, haben mit so einem Pferdchen, das ist ein Pferdchen, da sieht man einen Ritter drauf sitzen mit seinem Fuß, hier sieht man Armszaumzeug, der Kopf ist verloren und der Schwanz. Der hat halt mit sowas gespielt, wahrscheinlich hat der Ritter gespielt, wobei er selber wahrscheinlich auch einer war. Also ganz interessant, und ich finde es immer anrührend, wenn man so ein Stück aus der Vergangenheit hat, weil sie dann irgendwo lebendiger wird. Wenn man sich vorstellt, Kinder damals haben das in der Hand gehabt, haben gespielt damit hier oben. Lebendig wird die Vergangenheit auf jeden Fall, wenn man über das Gelände der Burg schreitet und den geschichtsträchtigen Ort auf sich wirken lässt. Mit 150 Metern Länge ist die Mindelburg eine der längsten Burganlagen Schwabens. Und vor allem ist sie gut erhalten, gerade der weithin sichtbare Palas aus der Erbauungszeit. Der Rest wurde im Auf und Ab der Geschichte immer wieder verändert und verformt, sodass man nie genau wird sagen können, wie die Mindelburg tatsächlich früher aussah. Aber das ist auch ganz gut so. So bleibt Raum zum Träumen. Und jetzt die Treffpunkt-Infos.
Eines der letzten automobilen Abenteuer unserer Zeit ist zu Ende. In Amman ist die 8. Allgäu-Orient-Rallye zu Ende gegangen. 111 Teams fuhren dafür in alten Fahrzeugen ausschließlich über Nebenstrecken aus dem Allgäu in die jordanische Hauptstadt. Zu gewinnen gab es ein Kamel, das aber für einen guten Zweck gleich im Land bleibt. 30 der besten Nachwuchsfußballer aus dem westbayerischen Raum haben sich diese Woche zu einem Leistungscamp in Ottobeuren getroffen. Unter fachkundiger Anleitung trainierten sie nicht nur die Technik am Ball, auch das Miteinander war ein wichtiger Baustein. Organisator des Camps war der Bayerische Fußballverbund. Der Samstag beginnt wechselhaft, aber trocken und ein wenig freundlicher als am Freitag. Am Bodensee spitzelt die Sonne etwas öfter zwischen den Wolken hervor und so werden 13 Grad erreicht. Leider bringt uns der Sonntag erneute Regenschauer. Im gesamten Allgäu wird es also nass und äußerst trüb. Das Thermometer hat auch keine Überraschungen mehr vorrätig und bleibt zwischen 9 und 11 Grad. Wenigstens am Montag ist vorübergehend eine Verbesserung der Wetterlage in Sicht. Es wird trocken und wärmer bei bis zu 14 Grad. Noch wärmer wird es dann nur am Dienstag, bevor es am Abend aber wieder zu Gewittern und Abkühlung kommt. Am Mittwoch gibt es dann wieder mehr Wolken und die Regenwahrscheinlichkeit nimmt zu. Das Gogomobil war in den 1950er Jahren eines der beliebtesten Autos seiner Zeit. Und auch heute hat das Fahrzeug noch viele, viele treue Fans. Einige davon haben sich samt Fahrzeug diese Woche in Ottobeuren getroffen. Das ist es, was das Herz vieler Oldtimer-Fans höher schlagen lässt. Das Gogomobil. Von 1955 bis 1969 wurde der Kleinstwagen von der Hans Glas GmbH und später von BMW in verschiedenen Versionen gebaut. Bis heute haben das Auto und sein Hersteller aus Dingolfing eine treue Fangemeinde. Glas kennt heute kaum noch jemand, war ein sehr guter bayerischer Fabrikant. Und ohne Glas wurde ja 66, 67 vom BMW übernommen. Und ohne diese 4000 Facharbeiter wäre BMW nie in diese Größenordnung hochsteigen, hätte nie hochsteigen können, wie es jetzt der Fall ist. Es war also die Basis für den Durchstart von BMW. Und deswegen sind die Glasianer, die halten da die Fahne hoch und die sind auch sehr stolz auf ihre Fahrzeuge. Dieser Stolz ist auch beim 40. Jahrestreffen des Glas Club in Ottobeuren spürbar. Aus 8 Nationen sind die Fans der Oldtimer gekommen. Etwa 120 Fahrzeuge haben sie mitgebracht, die jetzt natürlich stolz präsentiert werden. Und die Fangemeinde des Kleinstwagen wächst. Also sie ist erstaunlich groß bei Glas. Wir haben so, ich glaube, im Moment aktuell 900 bis 1000 Mitglieder weltweit. Die Anzahl der vorhandenen Glasfahrzeuge ist erstaunlich hoch. Im Verhältnis zu dem, was früher mal gebaut worden ist. Also die Gemeinde, die Glasgemeinde ist unheimlich stabil. Dann können die kleinen Oldtimer endlich wieder auf die Straße. Zugegeben, die schnellsten sind sie nicht. Aber schön anzusehen, allemal. Man kann es mit heutigem Fahrer nicht mehr vergleichen. Es ist ganz anderes Fahren. Man erlebt das Fahren anders. Und Glas war ja auch von der Technik her schon sehr weit. Waren die ersten mit Zahnriemenmotoren. Der Glasfahrer war immer ein etwas Besonderes. In Ottobeuren wartet auch ein Teilemarkt auf die Gogo-Fans. Denn die Oldtimer brauchen viel Pflege, damit sie auch weiterhin auf den Straßen unterwegs sein können. Und das war Treffpunkt Freizeit für heute. Ihnen noch ein schönes Wochenende.